Dobry wieczór, drodzy słuchacze. W specjalnym programie informujemy Państwa o demonstracji Zahamujcie przymusowe nauczanie wiedzy o życiu seksualnym w szkole podstawowej, która odbyła się w Kolonii 18 stycznia 2014 roku. Inicjatywa zaangażowanych rodziców z Nadrenii Północnej Westfalii wezwała do tej manifestacji i Klagę Małe TV, Ściana Żalów TV była przy tym na żywo. Kolonia była wypełniona ludźmi z różnych okolic Niemiec, ale także z graniczących krajów, którzy przez ich pojawienie się dali wyraz ich solidarności z tą inicjatywą zaangażowanych rodziców z Nadrenii Północnej Westfalii. Organizator tego ruchu poinformował zebranych w swojej przedmowie o temacie przymusowym nauczaniu wiedzy o życiu seksualnym, zwracając uwagę na istniejące ustawy, które wskazują na to, że taki przymus jest karalny. Posłuchajcie i zobaczcie Państwo sami. Teraz łączymy się z filmem Kolonii. Dzień dobry Szanownemu Państwu. Witamy Państwa dzisiaj z pracy Rąkali w Kolonii, gdzie się już wiele ludzi zebrało, a później za parę minut zacznie się manifestacja z następującym marszem przejściu w mieście. Ta manifestacja została zorganizowana przez inicjatywę zaangażowanych rodziców z Westfalii pod nazwaniem Stop przymusowym nauczaniem wiedzy o życiu seksualnym w szkołach podstawowych. Przez co ma być zwrócona uwaga na sytuację, która panuje w naszym kraju, a w publicznych mediach niestety nie zasługuje na żadną uwagę. Ale ma ona coraz bardziej tragiczny wpływ dla uczniów i rodziców. Ten wymuszony udział brania wszystkich uczniów na nauce seksualnej nie dopuszcza do żadnych wyjątków. Ale opór w społeczeństwie wzrasta coraz bardziej, bo ta sprawa dotyczy dzieci z wszystkich warstw społeczeństwa, co jest w szkołach nauczane i co tam się dzieje. Coraz więcej rodziców protestuje przeciwko temu, chociaż nie wszyscy mogą być dzisiaj tutaj. Roszczenia inicjatywy w imieniu zaangażowanych rodziców będą dzisiaj w napięciu oczekiwane i będą dyskutowane, jak również pytanie, jak zareagują na to oficjalne media i jednostki rządowe. Łączymy się z miejscem przekazu. Dziękuję za przybycie. Proszę, pozostańcie Państwo z nami i informujcie się z nami. Ja, liebe Teilnehmer der heutigen Demo, vielen Dank für Ihr zahlreiches Erscheinen. Vor allem möchte ich auch unseren vielen von sehr weit her angereisten Gästen und Medienvertretern aus weiten Teilen Deutschlands, Holland, Belgien und Frankreich Hallo sagen. Ja, liebe Demonstranten, ich habe hier vor mir die Pressemitteilung des Oberlandesgerichtes Hamm vom 26.08.2013, in der es um den Gerichtsbeschluss gegen Eltern eines Jungen aus dem Kreis Warendorf geht. Ich zitiere: Im Alter von 7 Jahren eingeschult, fehlte der Junge bereits im ersten Schuljahr an über 40 Tagen in der örtlichen Grundschule. In den nächsten Tagen besuchte er 2 weitere Grundschulen, an denen er nur wenige Tage blieb. Das heißt im Beschluss, die Eltern lehnten es ab, so wörtlich, den Jungen gegen seinen Willen auf eine öffentliche Schule zu schicken. Nach mehreren vergeblichen Versuchen seitens der Behörden, den Jungen zum freiwilligen Schulbesuch zu bewegen, kam die Angelegenheit schließlich bis vors Oberlandesgericht, das den Eltern das Recht zur Regelung der schulischen Angelegenheit entzog und so wörtlich die Eltern verpflichtet, dafür zu sorgen, dass der Junge der Schulpflicht nachkommt und ihn zum Schulbesuch zu motivieren. Hier wird eine Selbstverständlichkeit, nämlich das regelmäßige Erscheinen in der Schule, als Strafe festgesetzt, obwohl der Junge der Schule über viele Wochen weg fernblieb. Ein bemerkenswertes Urteil, warum, das werden wir gleich sehen. Ein zweiter Fall, der sich in der gleichen Region ereignete und Anlass für die heutige Demo ist, sieht dagegen ganz anders aus. Die kleine Melita Martens, die auch heute anwesend ist, verließ den Sexualkundeunterricht in der Grundschule, weil ihr bei dem Thema unwohl wurde. Wir sprechen von der Grundschule. Selbst der Versuch der Schulleiterin, das Kind in den Klassenraum zu ziehen, scheiterte und so saß das kleine Mädchen die Schulstunde im Lehrerzimmer ab. Zum besseren Verständnis bzw. Vergleich, dieses Mädchen verließ für keinen einzigen Tag die Schule, sondern nahm an allen weiteren Schulstunden teil.
Damit man das Verhalten der Grundschülerin auch nachvollziehen kann, möchte ich kurz den WDR-Bericht vom 28.06.2013 zu einem ähnlichen Vorfall in einer Borkener Schule zitieren. Beim Sexualkundeunterricht in einer 6. Klasse klappten reihenweise Schüler zusammen, während sie Bilder von Geschlechtsteilen betrachteten. Es wurde natürlich gleich der Notarzt gerufen und ein Kind musste sogar ins Krankenhaus, um weiter behandelt zu werden. Fakt ist jedoch, dass keiner die Kinder auf ihre Plätze gezerrt hatte, sondern dass sie sogar deutschlandweit bemitleidet wurden. Konsequenzen für die Eltern blieben hier aus, denn es trifft ja keinen die Schuld, wenn das Kind in dem Kind unwohl wird. Da können die Eltern nichts für. Und jetzt nochmal zurück zu diesem kleinen Mädchen, zur Grundschülerin, die sich im Sexualkundeunterricht unwohl fühlte. Und obwohl sie, Melita Martens, obwohl sie in der Schule stets als fleißiges, schlaues und engagiertes Mädchen positiv auffiel, zeigte das Gericht in diesem Fall kein Erbarmen. Nach einer zweiten Fehlstunde schlug der unbarmherzige Arm unseres Gesetzes zu. Den Bußgeldbescheid, dessen Zahlung Melitas Eltern aus Prinzip verweigerten, folgte eine Anklage vor Gericht, dann der Besuch des Gerichtsvollziehers und schließlich die Weiterleitung des Vorgangs ans Oberlandesgericht, wo sich die Eltern nicht mehr selber verteidigen durften. Nach einer weiteren letztmaligen Zahlungsaufforderung wurde Familie Martens mitgeteilt, dass für sie die Erzwingungshaft angeordnet wird. Wir sprechen hier über Eltern von 8, bald 9 Kindern. Der Vater hat seine Strafe im Gefängnis bereits abgesessen. Der hochschwangeren Mutter steht diese Strafe noch bevor, obwohl unser Grundgesetz im Artikel 6 Absatz 4 bestimmt, dass jede Mutter den Anspruch auf Schutz und Fürsorge der Gemeinschaft hat. Doch mit dieser unverhältnismäßig hohen Strafe ist der Fall noch nicht abgeschlossen, da das Bußgeld ja noch aussteht und Familie Martens weitere Kinder hat, die bald in die gleiche Situation kommen. Wie ist es möglich, dass zum gleichen Tatbestand, also Fehlen im Unterricht, zwei so völlig verschiedene Urteile gefällt werden? Für eine Fehlstunde Bußgeldbescheid und anschließend Inhaftierung, für wochenlanges Fehlen über Jahre hinweg die Auflage für die Eltern, ihr Kind nun regelmäßig zur Schule zu schicken. Wo bleibt hier die Wahrung der Verhältnismäßigkeiten vor Gericht? Liebe Demonstranten, es handelt sich bei diesem makabren Beispiel längst nicht mehr um einen Einzelfall. Seit mehreren Jahren werden unter Ausschluss der Öffentlichkeit Eltern inhaftiert, deren Kinder den ach so wichtigen Sexualkundeunterricht verpasst, obwohl die Eltern nach Artikel 6 Absatz 2 im Grundgesetz als allererste das Recht und die Pflicht haben, unsere Kinder zu erziehen. Das führt mich zu der Frage, was das für Richter sind, die derartige Urteile fällen und dabei nachts noch ruhig schlafen können. Was geht in Lehrern vor, die bei Schulschwänzern nachsichtig sind, aber bei Sexualkundeverweigerern nervös werden? Wie muss ein Polizist sich fühlen, der ein solches Urteil im Namen des Volkes vollziehen muss? Das führt mich aber auch zu der Frage, was genau am Sexualkundeunterricht in der Grundschule eigentlich so dermaßen wichtig ist, dass so radikale Maßnahmen ergriffen werden. Das wohl größte Argument, welches man immer wieder zu Ohren bekommt, ist die sogenannte Angst vor der Teenagerschwangerschaft, der man mit frühzeitiger sexueller Aufklärung entgegenwirken will. Diesem Argument widerspricht jedoch unter anderem die Süddeutsche Zeitung mit mehreren Gegenargumenten. Ich zitiere: Laut einer EU-Studie wären Heranwachsende frühzeitig schwanger, wenn sie zu viel Fernsehen, und zwar insbesondere Sendungen über Flirten, Sex und Partnerschaft. Die Rezeption würde Jugendliche in ihrem Sexualverhalten beeinflussen. Mit den sexuellen Inhalten im Fernsehen habe auch die Zahl der Teenager-Schwangerschaften zugenommen, berichtet Forscherin Anita Chandra im Fachblatt der Amerikanischen Akademie für Kinderheilkunde. Das sagt die Süddeutsche Zeitung. Ein weiteres Zitat aus einem anderen Bericht, auch der Süddeutschen Zeitung: Teenager-Schwangerschaften beschäftigen seit einigen Jahren die Forschung, nicht zuletzt, weil ihre Zahl seit Mitte der 90er Jahre steigt und Sexualforscher wie Familienpolitiker nach Erklärungen und Gegenmitteln suchen. Wenn also auch unsere etablierten Massenmedien bestätigen, dass die Teenager-Schwangerschaften trotz zunehmender sexueller Bildung und sexueller Unterhaltung im Fernsehen und Internet konstant zunehmen,
Kann Sexualkunde zwang in der Grundschule ja wohl kaum die Lösung sein. Da sollte man doch eher die Produzenten der benannten Serien, Filme und Internetseiten vor Gericht ziehen und sie bestrafen. So wie dafür sorgen, dass Kinder sich keinen Zugang mehr zu harter Pornografie verschaffen können. Ja. Aber das scheint nicht, zumindest offensichtlich nicht im Interesse unserer Bundesregierung zu liegen. Warum um alles in der Welt zielt unsere Familienpolitik mit einem radikalen Kurs der Diktatur dann darauf ab, selbst unsere Kleinsten regelrecht zu sexualisieren? Sie denken, ich übertreibe? Dann sollten Sie sich mal bei der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung die Broschüre Körper, Liebe, Doktorspiele bestellen. Laut BZGA ist es ein Ratgeber für Eltern zur kindlichen Sexualentwicklung vom 1. bis zum 3. Lebensjahr. Ich spreche nicht von Schuljahr, Lebensjahr. Wer sich diese Broschüre zu Gemüte führt, sollte vorher nichts gegessen haben. Eltern mit kleinen Kindern empfehle ich jetzt, ihnen vielleicht die Ohren zuzuhalten. Ich möchte gerne noch ein paar Zitate aus dieser Broschüre vorlesen. Zitat aus dem Kapitel Erstes Lebensjahr. Einige Kinder zeigen bereits im ersten Lebensjahr Neugier an den elterlichen Geschlechtsteilen, beispielsweise beim Baden. Sie wollen diese angucken, manchmal berühren. Auch in diesem Fall gilt, dass sie das Erkundungsverhalten nicht unterbinden sollen. Krank, absolut krank. Zitat aus dem Kapitel Zweites Lebensjahr. Bei manchen Kleinkindern sind ab dem 17. Monat Selbststimulation bis hin zum Orgasmus beobachtet worden. Die Selbstbefriedigung unterscheidet sich bei Jungen und Mädchen, indem letztere eher Gegenstände finden. Das Kind kennt keine Trennung zwischen Zärtlichkeit, Sinnlichkeit oder genitaler Berührung. Zum Thema gemeinsames Baden mit Kindern schreibt die Autorin: Da ist keine Körperregion vor intensiver Erkundung sicher und natürlich auch nicht die Genitalien, die manchmal Erregungsgefühle bei den Erwachsenen auslösen. Zitat aus dem Kapitel Drittes Lebensjahr. Es ist zudem wichtig, dass alle Erklärungen, die Zeugung betreffend, nicht nur das Technische im Blick haben, sondern auch die Gefühle beschreiben, die Frau und Mann beim Akt der Zeugung haben können. Wir sprechen jetzt von dreijährigen Kindern, damit das nochmal, kriegt man fast nicht zusammen, dreijährige Kinder, ja? In diesem Zusammenhang wird auch oft die Frage gestellt, ob es für ein Kind schlimm sei, wenn es zufällig den Geschlechtsverkehr der Eltern mitbekommt. In der Regel dürfte es nicht so sein, dass das Kind die Besonderheit der Situation so stark empfindet wie die Eltern. Also es ist nicht so schlimm, wenn das Kind dabei ist, ne? Also was hier klingt wie Werbung für Pädophilie, ist tatsächlich ein Ratgeber von unserem Bildungszentrum für gesundheitliche Aufklärung. Unwissende Eltern, die auf den Rat von außen angewiesen sind, leisten diesen perversen und verrohrten Anleitungen Folge. Und da frage ich mich ernsthaft, wer geht dafür an den Pranger? Wer steht für an den Kindern entstandenen Schäden gerade? Wer kriegt da die Konsequenzen? Die Kinder, ja. Das ist das Drama, ne? Also unser deutsches Strafgesetzbuch zumindest wird bei diesem Thema sehr deutlich. Paragraph 176 Absatz 4. Mit Freiheitsstrafe von 3 Monaten bis zu 5 Jahren wird bestraft, wer erstens sexuelle Handlungen vor einem Kind vornimmt, zweitens ein Kind dazu bestimmt, dass es sexuelle Handlungen vornimmt, drittens auf ein Kind durch Schriften einwirkt, um es zu sexuellen Handlungen zu bringen, viertens oder auf ein Kind durch Vorzeigen pornografischer Abbildungen oder Darstellungen durch Abspielen von Tonträgern, pornografischen Inhalts oder durch entsprechende Reden einzuwirken. Also ich denke, die Gesetzeslage ist klar. Da sind wir voll im grünen Bereich. Unser Strafgesetzbuch bietet somit also eine klare Grundlage, viele Lehrer der Sexualkunde an Grundschulen sowie viele Eltern, die oben benannten Buch Folge leisten, ins Gefängnis zu bringen, da sie laut Gesetz Straftäter sind.
In der Realität jedoch werden Eltern eingesperrt, die ihre Kinder voller Sorge vor dem Schaden durch Pornografie an deutschen Schulen und bald auch Kindergärten schützen wollen. Eltern jedoch, die Pornografie in Gegenwart ihres Kindes betreiben, werden in der Broschüre scheinbar beruhigt. Wikipedia definiert Pornografie übrigens folgendermaßen: Pornografie ist die direkte Darstellung der menschlichen Sexualität oder des Sexualaktes. Also ich denke, dieses Kriterium ist erfüllt. Ja? Ja, liebe Demonstranten, laut N24 und vielen anderen Nachrichtendiensten ist weltweit ein rasant anwachsender Zuwachs von Pädophilen zu verzeichnen. Nehmen wir unseren Kindern heute die naturgegebenen Hemmschwellen, spielen wir sie morgen diesen kranken Menschen in den Arm. Schlimmer noch, wir machen diese kranken Menschen gesellschaftstauglich. Und das Argument, man wolle mit der frühen Aufklärung der Kinder gegen sexuelle Missbräuche vorbeugen, ist angesichts der aktuellen Entwicklung einfach nur schwach. Entfachen wir in den Kleinen nämlich zu früh sexuelle Bedürfnisse, werden sie diese auch stillen wollen. Und das tun sie auch, wenn sie älter sind, wie man sieht. Außerdem werden Kinder abgelenkt von wesentlicheren Dingen in ihrem Alter, wie das Lernen für die richtigen Schulfächer, das kindlich reine Spielen mit anderen Kindern und das Entdecken der großen Welt um sie herum. Da brauchen Sie doch nur mal an Ihre eigene Kindheit zu denken, was für Interessen Sie da hatten. Oder ob Ihnen was gefehlt hat, dass Sie diese Unterrichtsstunden nicht hatten. Aufgrund der Tatsache jedoch, dass Kritiker der frühkindlichen sexuellen Aufklärung allgemein als religiös oder verklemmt dargestellt werden, ist dem Großteil der Bevölkerung nicht mehr bewusst, mit welcher Dramatik wir es hier zu tun haben. In diesem Zuge möchte ich auch gleich an alle anwesenden Medienvertreter appellieren, uns zu unterstützen. Lassen Sie uns gemeinsam den Eltern, die Kinder in die Welt setzen und diese über viele Jahre hinweg erziehen und damit einen der größten Dienste für unser Land tun, Respekt und Anerkennung zeigen. Denn Familien mit Wertevorstellungen, egal ob religiös, kulturell oder ethnisch, geraten in dieser Erziehungspolitik zunehmend unter Druck und werden nicht mehr ernst genommen. Da sagen wir doch Schluss damit, oder? Ich frage Sie, wollen wir, dass unsere Kinder als sexuelle Wesen aufwachsen und jegliche Hemmschwellen verlieren? Wollen wir, dass unsere Kinder nahezu ungehindert und vielerorts Zugang zu pornografischen Materialien erhalten? Wollen wir, dass Gerichte Jahre brauchen, um die pädophile Vergangenheit der Grünen Partei aufzuarbeiten und bislang keine nennenswerten Konsequenzen gezogen worden? Genau. Wollen wir auf der anderen Seite, dass man Eltern wie die Martens einsperrt, die um das Wohl ihrer Kinder besorgt sind und die den Nachwuchs für unser Land liefern? Wollen wir, dass die hochschwangere Mutter von 8 Kindern, Luise Martens, ins Gefängnis muss, weil sie zum Wohl ihres Kindes gehandelt hat? Dann lassen Sie uns gemeinsam einstehen für dieses Nein, bis man uns endlich wieder ernst nimmt. An dieser Stelle möchte ich auch noch unsere Solidarität mit Familie Martens und allen anderen Eltern, die dieses Unrecht am eigenen Leib erfahren mussten, bekunden und ihnen versprechen, dass wir mit ihnen gemeinsam nicht schweigen werden. Das Einzige, was jetzt noch hilft, ist die flächendeckende Aufklärung der gesamten Bevölkerung über diesen Missstand und das Aufstehen von uns allen. Denn um es mit den Worten von Bertolt Brecht zu sagen, wo Unrecht zu Recht wird, wird Widerstand zur Pflicht. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Wir werden jetzt den gemeinsamen Zug durch die Innenstadt beginnen.
Es wird dann noch einen Abschluss geben hier an diesem Platz. Das heißt, wir werden durch die Stadt ziehen, wir werden zurückkehren und hier wird es noch eine Abschlusskundgebung geben. Aber jetzt wollen wir wirklich unsere Stimmen erheben und wirklich einfach mal die Leute wissen lassen, was Sache ist. Da gibt man, für viel für auf. Ja. Ich habe 4 Kinder, 8 Kinder, das ist doppelt so viel. Das ist Wahnsinn. Zum Abschluss dieser heutigen Demo möchte ich mich auch ganz herzlich bedanken bei allen Teilnehmern. Wie gesagt, vor allem, die es wirklich Preise auf euch genommen habt, die eine weite Anreise hattet. Es sind viele von weit her. Ich möchte wirklich heute wirklich diesen Tag, ja, ich möchte einfach einen Block setzen und sagen, Leute, hier gehen wir nicht einfach auseinander, irgendwie als Anonyme, die irgendwann mal zusammen demonstriert haben. Hier ist wirklich etwas entstanden, ein gemeinsames Anliegen, eine gemeinsame Sorge um unsere Kinder. Und ich möchte euch ermutigen, es müssen Newsletter rausgehen, wir müssen von euch hören, wenn bei euch Demos sind, ihr müsst es von uns hören. Das einfach wirklich, wenn ihr jetzt, ich sag mal, wir haben Leute aus Bochum, wir haben Leute aus dem Allgäu, die hier dazu angereist sind, wir haben aus Holland, Frankreich, alles Mögliche hier. Leute, wenn ihr demonstriert, wenn ihr was auf die Beine stellt, lasst es uns wissen. Ich sag's euch, das Einzige, was jetzt eine Lösung ist, ist das Netzwerk, das wir bauen hier. Das ist unsere Lösung. Also lasst wirklich, geht nicht weg, fahrt nicht nach Hause. Lasst nicht wirklich zu, dass ihr nach Hause fahrt. Fahrt nach Hause, ohne euch hier kurz einzutragen. Wie gesagt, es reicht, egal was ihr geben wollt. Eine Handynummer, von mir aus eine E-Mail-Adresse, es spielt keine Rolle. Lasst uns in Kontakt bleiben.
Ich empfinde das als sehr wertvoll. Wir bleiben da dran. Und ich möchte jetzt auch hier wirklich auch direkt noch an die Medien und auch an unsere Regierung appellieren. Ich möchte an die Jugendämter appellieren, an alle Stellen, die Entscheidungsträger sind in diesen Bereichen. Ich möchte an die Gerichte appellieren. Ich möchte sogar auch an ausführende Gewalten wie die Polizei appellieren. Bitte, 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 hört auf euer Herz in diesem Moment. Lasst euch nicht irgendetwas aufschwatzen. Jeder weiß es ganz genau. Jeder Richter, jeder weiß es ganz genau. Das Recht ist auf unserer Seite und das Herz ist auf unserer Seite. Und bezüglich der heutigen Demo ist es mir ganz wichtig, auch noch ein ganz herzliches Dankeschön auch an die Kölner Polizei zu richten, die uns wirklich im Vorfeld eine super Route organisiert hat, immer hilfsbereit war, die auch jetzt wirklich bei der Durchführung wirklich uns immer auf unserer Seite war. Ein ganz herzliches Dankeschön. Ja, wir brauchen Fortsetzungen und ich denke, die werden wir finden. Die Medien, die Interviews machen wollen, die Fragen haben, kommt nach vorne. Ich werde jetzt hier vorne links stehen. Stellt uns Fragen, macht alles Mögliche, aber berichtet, berichtet. Hört auf zu schweigen, berichtet darüber. Hier und vor allen Dingen verdreht diese Geschichte nicht schon wieder. Es ist ausgelutscht, es in die religiöse Ecke zu stecken. Es hat lange nichts mehr damit zu tun. Es ist ausgelutscht. Es hat nichts damit zu tun. Es nervt uns schon. Es nervt uns wahnsinnig. Es hat nichts damit zu tun. Es betrifft Menschen aus allen Schichten, aus allen Hintergründen. Es betrifft alle Kinder. Und genau. Also vielen, vielen herzlichen Dank euch allen. Ich habe einfach irgendwie von Berthold Brecht, der ist wirklich klasse, der passt auch. Und damit möchte ich auch heute gerne abschließen. Wo Unrecht zu Recht wird, wird Widerstand zur Pflicht. Und dieser Pflicht, der kommen wir nach. Dankeschön. Drodzy Państwo, przymusowe nauczanie wiedzy o życiu seksualnym interesuje niewątpliwie bardzo dużo osób, którzy swoją obecnością zwrócili uwagę na ten niewłaściwy stan rzeczy, który coraz bardziej dominuje w szkołach podstawowych. Być może będzie to początek dalszych takich spotkań, na których zaangażowana społeczność w spokojny sposób użyje ich prawa do stawienia oporu, ażeby w naszym kraju ten przymus nauczania wiedzy o życiu seksualnym został rozwiązany dla dobra naszych dzieci. Tym sprawozdaniem żegnamy Państwa dzisiaj z kolonii. Jeżeli Państwo jesteście zainteresowani dalszymi informacjami na ten temat, polecamy audycję Klage Małe TV, Ściany Żalów TV. Pornografia jako przedmiot szkolny i wczesna wiedza o życiu seksualnym oraz przymus seksu. Linki można tutaj znaleźć. Życzymy Państwu miłego wieczoru.